Auf den komischen Server. Die BDW ist gar nicht mal so schlecht, ey. Naja, aber noch nur auf einer Distanz. Aber ohne mit der Server war echt voll schlecht. Weil ich meine, von den Sachen, was er hat, ist er sicher gut und so, aber ich meine. Ja, die Sachen waren halt billig. Aber und was alles da ist. Ja, warum haben die uns abgeknallt, anstatt einfach zu sagen, ja, hier verlassen unser Gebiet? So, weißt du, die haben uns einfach abgeknallt. Voll kein RP, Alter. Alter, das ist ernst! Ich bin Medico, dein. Okay, geht irgendwann Leuchchen. Irgendwann muss ich killen. Warum machst du die scheiß Tanke beim Medic Kanzbuch? Warum? Bist du tot? Medic tot. Oh Gott. Oh, geil. Die Möglichkeit, überhaupt RP zu machen. Hier geht's halt nur noch ums Geld. Zum Beispiel heute haben. Hat mich der Cream Pie ausgeraubt, der ist. Halt ihr mal Arsch, ich gebe mal kurz Alpha. Der ist zu meinem Auto gelaufen, hat gesagt, ich soll meine Waffe. Ja, Afrika, ich bin die einzigen zwei Cop. Was für Kommunikation? Voll ja, Spotte. Sicher ist sicher. Was ist denn, wenn jetzt ein Cop joint? Dann heißt es wieder. Oh, ja. Dann ist er halt im Dienst. Und? Ja. Okay. Was soll denn alleine aber gegen. Ach, und ach, ja, klar, Jack Slater. Als ob die nicht kommen würden. Die hat aber noch nicht verkauft. Ja, so. Na, ich weiß. Dennis, machst du willst du mit dem 50 Diamanten drin, ne? Das ist auf jeden Fall. Also irgendwie ist der Ruf von RB unter dem einer Kakerlake. Ach so, ja, ist da klar. Fisch. Er meint, der Ruf von RB wäre unter einer Kakerlake. Ja, das ist ein richtig toll. Ich meine hier, Kartell wäre Kakerlaken, das stimmt natürlich, aber ich bin radikale Kakerlake. RB, nicht Kartell. Und wenn die Leute nicht mit uns. Wenn die Leute nicht mit RB kooperieren. Da müssen wir eben ein Statement setzen, weil wir wollen uns schließlich unseren Ruf. Statement, das Statement habt ihr schon vor dem Tsunami gesetzt, Leute, ganz ehrlich. Ihr seid die armseligste Gruppierung, die ich je gesehen habe. Negativ, wir sind die stärkste Gruppierung, die du je gesehen hast. Macht keinen Spaß mit euch, ehrlich. Eigentlich alle bannen und alles weg, das ist wieder friedlich am Server. Bei euch, ihr macht doch genauso wenig RP, was labern die eigentlich für eine Scheiße? Ja, ohne also, ich verweigere mich überhaupt nicht. Ich hab die Hände hochgenommen, aber ich kann Ihnen eins sagen. So, die Herren, ich bin dann mal mit. Ich hab dann mal ein bisschen verdünner mitgebracht im Orca. Ich hab dann ein bisschen verdünner mitgebracht im Orca. Das ist auch noch das von der Partie, ja, das war doch sowas von klar. Ihr könnt ja nichts alleine machen. Jack Slater, Sie sind mal ganz still hier, ja? Nee, ich hab jetzt noch ein bisschen verdünner mitgebracht. Wenn die Westen so fett geklebt sind, dann werden wir mal den Verdünner hier ein bisschen oben reinkippen. Das ist das ein bisschen löst. Gehen Sie mir nicht auf die Eier. Oder wollen Sie einblasen? Das lassen wir noch. Lassen wir noch. Hör mal ein, das machen wir. Ich wollte Ihnen nur Tipps geben für den nächsten Überfall. Wären hier eventuell mehr Leute gewesen, wären sie alle schon tot am Boden. Okay. Nehmen wir so hin. Okay, jetzt habe ich doch ein bisschen Angst vor der Polizei. Jackie, mach dich ready. Nee, mach dich ready. Aber bitte weiterfahren, bitte. Weiterfahren. Weiterfahren. Juden! Yo! Fuck! LOL, Alter. LOL. Hä, was soll das? Nicht eine Sekunde Reaktionszeit, nicht eine einzige. LOL, was geht mit dem, Alter? Komm, läuft nicht. Ich wollte, komm, Aufnahme speichern und in Support. Wir hatten nicht eine Kunde. Ja, wir hatten nicht eine Sekunde gehabt, ja. Hast du das auch noch auf Aufnahme? Hätte ihn festnehmen können. Ja, wir haben ein Problem, dass nicht alle im Heli gebrannt haben. Was halt auf mich? Ja, nee, rot ist weg. Okay. Achso. Ja, aber ja, Heli ist doch da. Ja, stimmt, Heli kann laufen. Hey du! Was ist denn mit dem los, Alter? Wer? Also, wow, nee, das wow, ist wow. Der.
Ey, lass doch hier bleiben gleich. Was tut ihr da? Seid ihr komplett behindert jetzt? Ich bin voll verwirrt jetzt. Moment mal. Alter, was ist los mit euch? Junge, was ist mit euch? Gib uns schnell Schüsse, oder wir müssen uns komplett töten. Okay, sie sind zu zweit getötet. Fragen, ob man Clan sucht? Hä? Hey, hat er von unseren eigenen Clanmitgliedern getötet und ausgerüstet. Ja, meinst du, der ist allein? Ich glaube, der ist allein in Altklasse, oder nicht? Alter! Obwohl, er ist ein Braucher-Gang-Donator-Channel. Also ich glaube, der... Ja, dann muss ich mal gerade den Channel wechseln und in den Supporter-Bereich gehen. Weiß ich... Büro von den Cops, oder? Ich hab da mal eine kleine Schere dabei. Mal, ja, haben die was dagegen, wenn ich die abschneide? Dann darf man das mal drauf. Ich kann mal hier rübergehen, ich hab keinen Bock verstanden. Können Sie bitte stehen bleiben? Gehen wir rüber oder nicht? Herr Metzger. Ich bin drüben. Warte mal, ich höre nichts, sie labern hier alle so. Bleiben Sie bitte stehen und ergeben Sie sich. Geben Sie Bescheid. Was war denn jetzt bei euch los? Der hat gesagt, ich ergebe mich einen Scheiß, ist hochgerannt, dann wollte ich ihn erschießen, dann habe ich Steuerung gedrückt. Ich bin tot, Mann. Yo, Tackleberry hat Wandglitching gemacht. Mehr. Ja, ja. Aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Wenn einer sich durchbackt, sofort. Decke, du scheiß Backbuser, Alter. Eines gesehen. Tackle, du scheiß Backbuser, Alter, ohne. Ich hab's auf Video, Junge. Gibt noch. So durchgebacken, das geht überhaupt nicht. Er hat sie über diese Mauer hier gebackt. Das geht überhaupt nicht. Rumbacken zählt nicht. Genauso wenig wie 15 Rauchgranaten reinwerfen. Ja, das ist eigentlich auch RDM. Die haben jetzt RDM beschossen, die Guten. Trotz Sperrgebiet müssen sie Ansage machen oder Taser. Aber scharf schießen oder ankündigen dürfen die ja nicht. Wer ist denn ja, mal vielleicht mal ein bisschen Videos aufnehmen und supporten ja, lassen? Ich kann ganz einfach. Babyface, ich lasse dich hier dann an der Bank raus. Ja, Alter, er wurde. Babyface? Ja. Da brauchst du mich nicht rauslassen. Wollen Sie den Anzug, den Sie da anhaben, möchten Sie den gleich ablegen? Hallo? Das ist ein CTR-Anzug, Alter, der ist legal! Oh, halt, möchten Sie den Anzug ablegen? Hallo? Warum sollte da? Ich? Jo. Jetzt, GB. Nee, hey, wir sind gerade von den aus Kopf welchem Grund? Das ist ein legaler Anzug, Mann. Weil er kein Haus hat. Ich sage dir aber jetzt, dass hier Regeln gebrochen wurden. Oder eine Regel gebrochen wurde. Die wäre? Wo wir das Ganze jetzt nochmal von vorne durchkommen. Okay. Ich sag's jetzt nur noch einmal, es ist keine Situationseröffnung für dich, wenn jemand auf dich schießt, ohne eine Ankündigung zu machen. Es ist keine Situationseröffnung für dich, das ist ein Regelbruch seitens des anderen, wenn es so sein sollte. Aber Front, es kann ja gar kein Regelbruch gewesen sein, wenn Frontliner mir sagt, dass wenn ich tot gewesen wäre, in den Support hätte kommen, nicht in den Support gehen brauchen, weil es kein Regelverstoß gewesen wäre. Es wäre also auch kein Regelverstoß. Wärst du dann ja, also, wieso habe ich dann geschossen worden? Wärst es kein Regelverstoß seitens der Cops gewesen? Du hast gesagt, es wurde ein Regelbruch begangen und ich habe mit Regelbruch auf den Regelbruch geantwortet, du aber siehst, es wurde ja anscheinend wurde deiner Meinung nach ja doch kein Regel gebrochen von den Cops. Nein, wurde ja auch. Hast du gerade gesagt? Ja, es wurde kein Regel von den Cops gebrochen. Dein ja, Augen wieso habe ich damit Regelbruch geantwortet? Nein, du siehst das in deinen Augen als Regelbruch. Weil die auf dich geschossen haben, dann sagst du, yo, die haben jetzt auf mich geschossen, jetzt schieße ich zurück. Wieso soll ich das in meinen Augen als Regelbruch sehen? Aber dann sag mir doch, welche Regel ich die Cops gebrochen haben, auf die ich mit Regelbruch geantwortet habe. Die Cops haben, ich sag's jetzt nur, das allerletzte Mal sag ich das jetzt. Die Cops haben keine Regel gerade gebrochen. Gut, aber du wirfst mir vor, dass ich mit Regelbruch auf Regelbruch geantwortet habe. Das, was du gemacht hast, war regelwidrig. Jetzt frage ich, gegen welche Regel? Wow, Rumpel. Ja, sag es mir doch einfach. Ist doch ganz einfach, du musst mir nur die Regel sagen. Du
hast die Regel gebrochen, dass du einfach auf Cops geschossen hast. In der Hinsicht darauf, dass du beschossen wurdest und sagtest, yo, jetzt baller ich zurück. Das war aber noch nie so, dass wenn du RDM beschossen hast, wurdest, dass du dann einfach zurückballern darfst. Das funktioniert hier so nicht. Das ist ein fucking MP-Server. Und euch ist das scheißegal. Und ihr habt weder Interesse an RP noch sonst an irgendwas, an der Community, an irgendwas. Du hast jetzt du hast jetzt gesagt, wir haben mich RDM beschossen. Nein. Ach. Was ist das? Ich habe dir in keinem Satz gesagt, dass die Cops hier eine Regel gebrochen haben. Du hast keinem einzigen Satz. Ich sag's jetzt nur noch einmal, es ist keine Situationseröffnung für dich, wenn jemand auf dich schießt, ohne eine Ankündigung zu machen. Das ist keine Situationseröffnung für dich, das ist ein Regelbruch seitens des anderen, wenn es so sein sollte. Also war es nicht RDM? Nicht von den Cops. Also? Habe ich auch... dir. Also? Wenn es kein RDM von den Cops war, habe ich auch nicht mit RDM drauf geantwortet. Achso, das heißt einfach, wenn auf dich geschossen wird in einer Kampfsituation, das ist kein Regelbruch, wenn auf dich geschossen wird, du bist für dein eigenes Leben verantwortlich. Wenn du dich in eine Kampfsituation... Das hat Frontliner sogar gesagt. Wow, spreche ich gegen eine Wand hier?